Wir befinden sich beim Center von Jiddisch-Jiddischen Melbourne, da beim Rock, Selwyn und Sinclair Gassen in Elsternwick. Da auf links befinden sich der Jiddische Urban Center und Musei und die Kadima, Jiddischer Kulturzenter und Nationalbibliothek. Und gegenüber auf rechts stehen die imposante Gebäude von dem Shalom Aleichem College und ihre zwei Kindergärtner, die wunderbare einzige jiddisch-jiddische Schule in Australien. Jiddische Klassen für Erwachsene kommen euch vor da in die Abenden. Jiddisch wie eine Matura-Sprache wird gelernt schon 5 Jahre in die höhere Klassen in die andere jiddische Schulen. Aber zum ersten Mal heute Jahr haben 5 erwachsene Studenten sich untergenommen dem Limut und abgegeben die Examens und mit Lehr gewinnen und bekommen sehr gute Resultate. Und wir haben geredet mit den Schülern wegen seiner Abstamm, seiner Sprachesabstamm und wegen seiner Erfahrungen von Ländern sich Jiddisch via Matura Limut und was sie haben genossen davon. Meine Eltern stammen von Warsche in Polen und sie sind angekommen in Australien in 1950 mit meinem Bruder. Er war öfter 4 Jahre alt, damals. Und ich bin geboren geworden da in Australien in 1959. Meine Familie stammt von Warsche. Da leben Warsche. Ein Städtel, was seinem Gerufen Lomianik, was die Polaken riefen Womianki. Es ist sehr nun zu Warsche. Jetzt ist eine von der Vorstädte. Einmal ist gewesen ein Scheinstädtel. Sie sind gekommen in Australien Vater mir kommen. Meine Eltern haben geheiratet in 1937. Und 6 Wochen nach der Hassene ist mein Vater rausgeflogen, zusammen mit seinem Schwäger, meiner Mamas Tante, in Australien. Ein Jahr später sind meine Mama mit der Bube und den anderen Kindern gekommen in Australien. Und sie sind da reingeflogen in Australien am 1. Januar 1939. Die Mama ist geboren in Deutschland, aber sie hat sich gelernt Jiddisch dort im jiddischen Theater. Der Tate ist geboren in England und als Kind hat er geredet ein bisschen Jiddisch. Und als der Erwachsene hat er es verstanden, aber nicht kein Sache geredet. Seit äußerst, wir sind alle da Warschewer. Ich stamme euch von Warsche. Meine Eltern, beide geboren in Warsche und ich bin geboren in Polen. Wir sind gekommen in Australien in 1950. Ich bin gewesen 2 Jahre alt damals. Und meine Schwester ist dort geboren geworden in Australien. Wir haben gewohnt in ein Haus zusammen mit anderen neu gekommenen Mespoches in St. Kilda. Es hat geheißen Herbert Haus. Und ich habe sehr starke und wunderbare Sachäunes. Und ich gedenke noch an Bäume, was vielleicht wachsen. Ich komme von meiner Kindheit in Shalom Aleichem Sonntagsschule und in der Sliv-Organisation, wo ich bin gewesen, lange Jahre Helfer. Und in der Skiff hat Pinja Ringelblum mir angenommen zu Vorleinen auf Ghetto Akademie und andere offenen jiddische Poesie. Und so habe ich bekommen Liebe für die jiddische Poesie. Wenn Avram Sutzgeber ist gekommen in Melbourne im 63. Jahr, dem jungen Chaver. Und ich gedenke sehr gut, wie er hat mit mir geredet, wie mit den Erwachsenen. Und das hat gehabt einen großen Einfluss auf mir, dachte ich mir. Und in die späteren Jahren, wenn ich habe schon gehabt Zeit, wie der Erwachsener zurückzukommen zu jiddischen Geschäften, habe ich genommen zu übersetzen, die jiddische Poeten. Ich bin gekommen zu Jiddisch, weil
Ich habe Chassene gehabt mit einem Mann, was ist Jo gekommen von einer stark jiddischistische Mischsprache. Und er hat sehr gewollt, reden Jiddisch zu den Kindern. Komm nicht zu Jiddisch. Ich komme nicht zu Jiddisch, ich bleibe bei Jiddisch. Ich habe ständig geredet Jiddisch. Jiddisch ist gewesen meine erste Sprache, mein Mamelaschen. Ich habe geredet in Stub Jiddisch, ständig geredet zu der Mama und zu dem Taten Jiddisch. Später habe ich sich gelernt in Shalom Aleichem Sonntagsschule, auch gegangen in Shalom Aleichem Kindergarten, da in Melbourne. Und wenn ich bin geworden als Lehrerin, habe ich angehalten zu lernen Jiddisch in der Shalom Aleichem Schule. Meine Eltern haben geredet zu mir Jiddisch, warte, und ich habe nicht gekannt, reden kein Englisch früher. Und sie haben mich geschickt in E.L. Peretz Schule. Ich habe gewohnt mit meinen Eltern damals in Carlton. Und es ist gewesen, in die Schweiz zu gehen, zu Fies. Und wir sind gegangen dort nachhin. Wir gewesen in Kindergarten, ich gedenke noch alle Sachen wegen Kindergarten. Wir haben Gedenktage, wir haben gegessen feine Suppen und Tacke und Franneke haben wir gehabt, Latkes und das gedenke ich noch als mein Kind war so. Und später haben meine Eltern gesagt, dass sie wollen, dass ich so lernen Jiddisch weiter. Und ich bin gegangen weiter in E.L. Peretz Schule und ich bin gegangen 10 Jahre in Sintik Schule. Und ich bin gewesen ein Kind, ich habe nicht gewollt, sich lernen Jiddisch. Jede Woche habe ich sich behalten unter die Kanappe und jede Woche hat meine Mama genommen mir bei der Hand und sie hat mir rausgeschleppt und unter die Kanappe und so gesagt, dass du musst gehen. Und ich habe gesagt, nein Mama, ich will nicht gehen. Und so ist es gegangen, lange Jahre und heute bin ich sehr zufrieden, dass sie hat mir geschleppt und ich habe eine kurze Zeit gelernt, die gar kleine Kinder in Shalom Aleichem. Aber damals habe ich schon gehalten beim Machen meiner Matura und ich habe nicht gehabt, so viel Zeit zu gehen weiter mit Jiddisch, habe ich gemisst aufhören. Ungenehm lernen sich Jiddisch ein Jahr, weil ich habe gewollt, sich verbessern. Bin kein Mund nicht gegangen in jiddischen Schule, wenn ich bin gewesen ein Kind. Und ich habe sich gewollt lernen mehr von der jüdischen Sprache. Mit ein paar Jahren zurück habe ich sich ausgelernt leinen. Und ich habe sehr gewollt lernen, wie er so jemand schreibt Jiddisch. Ich habe kein Mut nicht geschrieben, kein Jiddisch. Vor dem Jahr. Zum Teil vernehme ich sich mit dem Lernkreis in Kadima, was kommt vor jedes Mittwoch in Abend. Und auch trotzdem ich eine Webseite von der jiddischen Poesie mit Übersetzer von Arum der Welt. Ich bin gewesen interessiert allemal in Jiddisch und ich habe noch alles gelernt und geredet, nicht gelernt, aber geredet Jiddisch mit meiner Mama und ich habe gefühlt, dass ich aber Sachen vergessen und befragt Grammatik und ich vielleicht kennenlernen ganze Bücher und Artikel in die jiddischen Neues, wenn es vielleicht sein in die jiddischen Neues in Jiddisch, vielleicht ich lernen, aber in den letzten Jahren bin ich gewohnt, abgeweint von solche Sachen. Ich habe eine Sache vergessen, aber ich getracht, dass es eine Gelegenheit gibt, als ich soll kennen, sich lernen weiter mit erwachsenen Menschen. Und habe ich es untergenommen. Und trotzdem, meine Tochter hat gelernt Jiddisch öfter 3 und ein bisschen Jahren in die Schule. In Har Hatzofim Schule in Melbourne. Und ich habe gesehen, wie er so sie bekommt eine hohe Madreige Jiddisch und ich habe sich ein bisschen geschämt. Ich habe gedacht, dass als ich vielleicht sein soll, also geht in Jiddisch und heute bin ich nicht so. Ich habe auf MS angehoben, sich lernen in Jiddisch. Auch viele Leute mir haben angehoben, Rankewin.
Ich habe sich gelernt Jiddisch in Oxford, wenn ich dem Jahr, was ich habe geendigt, noch was ich habe geendigt, sich lernen in Schule. Und mit ein paar Jahren zurück, mit ein paar Jahren später, habe ich angehalten, sich lernen mit Bobby Silverman, da in Shalom Aleichem Schule. Und später habe ich sich gehört wegen machen Matura, WCA Jiddisch. Und ich habe gemeint, also das wird gewesen etwas interessant. Und ich habe gewollt, ein bisschen verbessern mein Jiddisch. Die Kinder sollen nicht machen so viel Fehler wie ich mache. Und ich meine, also sicher habe ich gut verbracht dem Jahr. Und ich meine, ich habe ein bisschen sich gelernt und ich hoffe, dass ein bisschen habe ich sich ausgebessert. Dem Jahr ist gewesen eine Gelegenheit zum ersten Mal für Erwachsene zu studieren Jiddisch systematisch mit anderen Erwachsenen, was interessieren sich euch in dem Luschen allein. Und ich habe nicht gewollt, dadurch meiden. Ich glaube sehr stark, dass ein Lehrer darf sich Kaseida lernen. Als man lernt Kinder, heißt nicht, dass man weiß als Ding, als man kennt als Ding. Und man darf ständig sich verbessern. Und als ich habe gelernt Jiddisch, ob ich bemerkt, wie mein Sprache hat sich ein bisschen ist geworden schwacher, ob ich sich gewollt verbessern. Ich trage, dass Menschen dürfen sich lernen, gesagt, oh, ich nicht aufhören, dass man ist erwachsen, heißt nicht, dass man darf sich aufhören lernen. Ich war genügend. Es ist gewesen etwas, was ich will allemal gedenken und ich will zurückgucken und sagen, das ist gewesen etwas, weil ich habe es auch getroffen mit sehr feinen anderen erwachsenen Menschen. Wir sind eine gewisse Gruppe. Wir haben alle gehabt demselben Ziel, zu lernen weiter, zu erhöhen unser Jiddisch. Und wir haben gehabt einen sehr guten Lehrer, Alex Defner. Ein großer Dank zu ihm. Und es ist gewisse Erfahrung gegeben, an Naches. Es ist mir ein Wunder. Ich habe sich also gefreut mit allen Lektionen und ich bin sehr zufrieden mit was ich habe sich ausgelernt. Es wird sein Schade, als jüdische Kinder wollen nicht lernen. Angekommen an Möglichkeit zu lernen sich Matura, habe ich es gehabt. Sie waren wunderbar. Ich habe ein bisschen Mühe gehabt, weil ich habe angehalten. Geben eine Sache Zeit, sich zu lernen. Und ich habe nicht gewusst, so ich will es haben vergnügen, aber sie gewesen prächtig. Ich habe sehr eine Sache ausgelernt, getroffen mit feinen Menschen, wir haben eine Sache gelacht, wir haben eine Sache geschmust, wir haben eine Sache gegessen, jede Woche gute Sachen zu essen. Und ich habe eine Sache genossen von dem Kurs. Sie gewesen wunderbar.